Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Jetzt mal wieder ein Unboxing, denn ich habe hier was bekommen. Also ich hatte euch ja die Bluetooth-Box gezeigt, was so aussieht wie so ein Roboter, wie so eine Drohne. Und die haben mich gefragt, weil die noch was hatten, ob ich darüber vielleicht auch ein Video machen wollen würde. Das wäre vielleicht für meine Abonnenten interessant. Und da habe ich gesagt, naja, natürlich gerne. Und da kann ich dann auch mal wieder ein Hardware-Video machen und so. Und da haben sie mir dann, das war bis jetzt nämlich beim Zoll, habe ich jetzt dieses bekommen. Und zwar die Divom Tivo Max nennt sich das. Das ist eine 2.1, ein 2.1 Subwoofer Pixel Art Speaker. 2.1 Audio Subwoofer Pixel Art Online Community Smart Alarm. Ja, und Nachrichten oder so. Das kann ich jetzt nicht lesen, habe mir eine Lesebrille nicht auf. Wir haben hier Smart. Ich glaube, das ist die App. Also die gibt es für Apple und für Android. Und da können wir dann praktisch den Lautsprecher uns gestalten, wie wir wollen, vom optischen her. Wir machen aber jetzt erstmal das Unboxing-Video. Und die Hardware gucken wir uns dann separat in einem anderen Video an. So. Ach, zu viel Plaste. Ist auch echt schwer, der Karton. Oh, das sieht geil aus. Oh, das Ding ist schwer. So, was haben wir hier? Hier haben wir dann noch einen Karton. Also das ist auch hier wirklich gut gepolstert. Da ist es drin. Wir können das auch nicht rausnehmen. Und da ist dann dieser Lautsprecher drin, der praktisch hier vorne, dann optisch was hat. Hier an der Seite haben wir dann so Rillen. Da haben wir Rillen. Ich komme schon wieder ins Hardware-Video über. Knopf, Drehrad, Bedienteil. Ja. Silberfüße. Dann hat so ein bisschen Retro. Hat ein bisschen was von Retro. So, aber jetzt gucken wir uns erstmal nur an, was damit bei ist. So, der ist jetzt leer, der Karton. Da haben wir dann einmal einen USB. Ist das Makro? Makro. Mini oder Makro USB-Anschluss ist das? Seht ihr das? Also USB-C ist es nicht. Und einen Klinkekabel haben wir auch mit bei. Beide sind gesleeved, also hier mit Stoff ummantelt. Auch der ist gesleeved. Unten ist auch wieder gut verarbeitet wie beim letzten Mal, dass es hier vernünftig rauskommt. Nicht locker oder irgendwie. Und hier auch genau das gleiche. So. Dann haben wir eine Bedienungsanleitung in verschiedenen Sprachen. Und hier haben wir dann Aufkleber so ja mit bei. So, einmal die. Dann haben wir aber auch Smileys. So. Dann haben wir hier noch I Love Divon und Fußball und sowas alles. Und dann hier noch eine Karte. Und noch eine Karte. Und noch eine Karte. Senkt euch mal nach unten, damit ihr seht, was damit bei ist. Also ihr habt praktisch
nicht nur die Bluetooth-Box mit bei, ihr habt dann halt auch die zwei Kabel mit bei, eine Anleitung habt ihr mit bei, dreimal Aufkleber und dreimal eine Karte, die man als Postkarte sogar verschicken kann. Ja, und dann müssen wir uns jetzt gleich mal die App runterladen. Die werde ich vorher schon mal runterladen, dass ich die schon mal habe. Und dann werden wir mal gucken, wie sich das alles miteinander kombinieren lässt. Dann würde ich sagen, mache ich hier erstmal einen Schlussstrich. Für das Unboxing reicht es jetzt. Wir sehen uns jetzt gleich im Hardware-Video wieder. Bis dahin, Ahoi, sagt euer Odin.